So, hallo, wir beginnen einen neuen Part, Wordle. Und ja, gucken wir, was passiert. Round ist unser Startwort. Ich habe mir jetzt noch kein neues Startwort ausgedacht. Das war nix. Das war ein sehr gutes Startwort. Ja, nun also. Was könnte man jetzt nehmen? Klaus. Dann habe ich das S drin, habe ich das A drin, sind einige Buchstaben. Ich denke, das kann man mal ausprobieren. Okay. Wir haben ein A, wir haben ein L. Okay, und die anderen darf ich nicht verwenden. Ich glaube, wenn es mit all anfängt, ist schon wieder komisch. Allein. Oh, warte, allein. Nee, allein geht nicht. Das N ist raus. Allein oder so gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Nee, schade. Ach, ich hab wieder nicht. Ah, ich muss vor dem Start, muss ich den Hard Mode. Aber ich spiele wie Hard Mode. Also, ich tue, als wenn es der Hard Mode wäre. Ich kann es jetzt nur nicht umstellen. Alive! Alive geht! Alive würde funktionieren. Okay. Okay. So, das A muss da hinten irgendwo sein. Jetzt könnte das E natürlich vorne sein. I ist raus. C ist raus. Ach so, ich brauche ja das A noch irgendwo. Elpa, weiß ich nicht, was das sein könnte. Elma, nee. Also das A muss ja erst, kann ja erst da hinten kommen. Das ist schon. Da muss das E eigentlich fast da vorne. Wobei das E könnte doch hinter dem L sein. Es könnte doch was anderes vor dem L sein. Pli. Aber Please kann es nicht sein. Gibt es Pleat oder sowas? What? Ich habe keine Ahnung, was Pleat heißt. Okay, ich gucke nach, was Pleat heißt, aber stabil. Das war jetzt mal wieder wirklich reingeraten, einfach nur. Das war jetzt mal wirklich nur reingeraten. So, Pleat. Was ist Pleat? Falte. Aha. Huch. Pleat ist die Falte. Ja gut. Das ist in Ordnung. Dann ist Pleat eben die Falte. Gehen wir ins deutsche Wordle. So, ich habe nichts dagegen, wenn es mal schnell geht in Englisch. Alles besser als 20 Minuten dran zu sitzen. So. Aktualisieren. Startwort Runde. Let's go. Okay. Da haben wir ein E schon mal hinten. Kein N, kein R, kein U. Ja, dann könnten wir daraus mal basteln. Dieter. Nee. alles, woran ich gerade denke, es hat ein N, aber das N ist raus. Weil man einfach, wenn man das E am Ende hat, dann hat man so einen Gedanken, dass da das N kommt. So wie bei Sahne, wie bei Plane, wie bei Fahne und so weiter. Irgendwie hat man so, dass vor dem E ein N kommt, aber das geht jetzt ja nicht mehr. Ich meine, da kann auch ein L zum Beispiel sein oder sowas. Trau, nee, das hier. Pfote. Pfote würde noch möglich sein.
Pfote würde möglich sein, hat keinen Buchstaben, den wir noch. Ja, Pfote wäre auf jeden Fall was, was ich akzeptiere. Also was er akzeptieren muss, wo er mir jetzt neue Tipps geben darf. Gut. Haben wir immerhin vier Buchstaben wieder rausgeschmissen. Ha, okay. Jetzt wird es interessant. Also kein O, kein U, das eine E da hinten. Was hat denn noch ein E am Schluss, was keinen von den Buchstaben da hat? Also mir fällt gerade ein Wort ein, das ist. Es ist ein sehr dummes Wort, aber ich meine, ich glaube nicht, wenn das in der Wordlist drin ist, wenn das in der Wordlist drin ist, ne? Okay, dieses Wort ist in der Wordlist enthalten. Gut. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Und wir haben das A gefunden. Und das C und das K ist aber raus. Oh Mann, wieso ist denn so ein Wort in der Wordlist? Na gut. Ja, langsam wird's interessant. Watte. Nee, T ist ja raus. T ist ja raus. T ist ja raus. Kann man mit Doppel-M was anfangen? Lamme, Wamme, Xamme, Samme, Gamme, Bamme, Hamme. Nee. Jamme. Nee, ist alles komisch, alles komisch. Also, Doppel-M wird's nicht sein. Was ist mit Doppel-L? Alle. Falle. Ist F raus? F ist raus. Schade. Halle. Die Halle. Halle. Wir probieren Halle aus. Ah, schade. Kein E. Kein H, kein L. Was könnte noch ein Doppelbuchstabe sein? Asse. Masse. Masse wäre auch noch möglich. Ah, okay. Jetzt haben wir Asse. Aber ich habe nur noch eine Möglichkeit, was hinzuschreiben. Gasse. G ist der einzige Buchstabe, der noch funktioniert. G muss es sein. G muss es sein. Gasse. Yes. Nice. Schön. Okay. Das war doch mal wieder etwas erfrischender als die letzte Runde. Danke fürs. Nee, Quatsch. Danke fürs Zuschauen. Das ist Quatsch. Das war ja erst die erste Aufnahme. Aber mal gucken, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. So, dann wollen wir mal schnell eine Runde wördeln. Also hoffentlich schnell. Und aktualisieren die englische Wörtelseite. So, ich habe noch kein neues Startwort. Wir machen einfach wie immer weiter. Okay, ein O ist dabei. Ein O ist dabei. Kein R. Ich probiere mal. Ist Polis ein englisches Wort? Polis? Gibt da? Ja, das läuft. Okay. OL. Aber nicht da, wo sie sind. Ja. Nee. Ich habe gerade überlegt. Warte. Mit L. Mit L, mit L, mit L, mit L, mit L. Doch, das wäre. Nee, ach nee, nee, nee. Er ist hier raus und außerdem ist Labor ein deutsches Wort. Ach, ich habe wieder den Hardmode nicht, siehst du? Ist aber wurscht, weil. Ach, guck mal, wir könnten mal sowas hier probieren. Hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann, aber ich meine, E ist noch nicht draußen. So ist alles noch. Also aktuell würde es die Bedingungen erfüllen. Okay, das O ist schon mal fest jetzt. Ich kann mir jetzt das L am Anfang bei dieser Situation nicht mehr
vorstellen, außer wir hätten sowas wie Lu. Nee, Quatsch, Lu kann nicht sein. Nee, alles gut, alles gut. Weil, wenn das L hier vorne wäre, jetzt bräuchten wir irgendeinen Buchstaben, nachdem das O, also der vor dem O kommt. Welcher von den Buchstaben, die noch übrig sind, soll das sein? Ich meine, ne? Wobei Lions, nee, Lion, nee, Lion ist ja. N ist ja raus. Nee, N ist ja raus. Aber Lion, nee. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da vor dem L, nach dem L kommen sollte. Deswegen würde ich mal sagen, das L ist nicht hier. Das L kann aber noch an der zweiten Stelle sein. Das wäre noch denkbar. So, Klo. Warte, V ist noch dabei, oder? Aber E ist raus, E ist raus. Schade, sonst hätte ich mal Glove probiert. Also Handschuh. Glock. Glock wäre denkbar. Glock wäre noch etwas, was noch möglich ist. Das O ist an der richtigen Stelle. Wir haben ein L, welches nicht da ist, wo wir schon Ls gesetzt haben. Ja. Okay. Das L haben wir jetzt auch festgesetzt. Kein C, kein K. Gut, welcher Buchstabe kann vor das L? Ein A könnte vor das L. Allo. Alone kann aber nicht sein, weil N und E ist raus. Alo. Alo. Nee, also Alo sehe ich irgendwie nicht. Was könnte noch vor dem L sein? Blo. Blo. Blo, aber mit den Sachen, die da sind, schwierig. Mit den Sachen, die da sind, finde ich schwierig. Weiß ich nicht. T kann ich mir nicht vorstellen. T kann ich mir nicht vorstellen. F. Flo. R ist raus. Gibt es das Wort Float? Also Flut ausgesprochen vielleicht? Das gibt es überhaupt nicht. Okay. Gibt es Flum? Okay, das Wort gibt es auch nicht. Gibt es Flup? Das Wort gibt es auch nicht. Gibt es Flugs? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es, es kann ja ein Wort sein, was ich einfach nicht kenne. Flut? Hatte ich, glaube ich, gerade schon probiert, ne? Ja. Fluf? Mano, Flug. Schade. Jetzt habe ich, glaube ich, alles durch. Okay. Flow. Aber was könnte noch nach Flow kommen? Vor allem mit den Sachen, die halt noch übrig sind, ne? Das ist aber das Ding. Warte, float! Float! Schweben! To float! Habe ich das A schon raus? Nee, Quatsch, ist ja noch grau. Float! Schade. Aber wow! Okay. Okay, wir haben alle Buchstaben. Wir müssen nur noch die richtige Reihenfolge finden. Aloft? Das ist das Einzige, was geht. Was ist denn Aloft? Hä? Das ist das Einzige, was möglich ist, weil das T ist fest, das L ist fest, das O ist fest und das F und das A ist jeweils an dem falschen Ort. Also muss ich hier nur austauschen. Aloft. Da hätte mir Float aber besser gefallen. Ja gut. Da hätte mir Float aber deutlich besser gefallen. Aloft. Okay, ich muss gleich mal wieder googeln. Einen Moment. Dass wir uns gleich wieder bilden, was Aloft ist. Ich kenne das Wort Loft, aber was ist denn Aloft? Aloft ist eine Hotelkette. Ja, das ist. Ich hätte. Das ist nicht, was ich wollte. Aloft ist eine tolle Hotelkette. Gibt's in München eins. Okay, aber. Ja, aber was heißt denn jetzt Aloft?
Aloft. Ach so, ihr seht nichts. Moment. Muss immer dran denken, dann wieder das Ding anzumachen. So, zack. Aloft Englisch. Aloft, up in or into the air, overhead. Empor, hoch droben. Aloft. Okay. Gut. Ja, kann man so annehmen. So, dann deutsches Wörtel. Aloft. Interessant. Wieder was gelernt. So, wir fangen jetzt mal nicht mit Runde an, wir fangen jetzt mal mit Kunde an. Hier geht es nämlich schneller, sich neues Wort auszudenken in der Variante. Und wehe, jetzt ist das R in Wirklichkeit dann dabei. Dann ist aber. Oh! Der Buchstabe, den ich geändert habe, ist der, der gelb wird. Sehr gut. Okay, das E ist fest, das K ist nicht vorne. Gut. Nee. Wo könnte das K sein? Das K könnte direkt vor dem E sein. So, Macke. Wir probieren mal Macke. No? Why not? Dann ist ein A noch zum Testen. Ja, es sind lauter Buchstaben, die ich neu testen kann. Oh mein Marke. Das R, was ich rausgenommen habe. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, das R, was ich rausgenommen habe. Dann ist noch die Maske übrig. Das R, was ich. Okay, das war's. Das R, was ich rausgenommen habe, dachte ich erst, ist dann das, was das Wort gebildet hätte. Aber hey, okay. Gut, das ging fix. Sehr schön. Damit gibt es auf jeden Fall noch mehr in diesem Part als nur die bisherig gesehenen Wordles. Deswegen auch kein Danke fürs Zuschauen, sondern ja, es geht im Anschluss weiter und nur für mich nicht, für mich erst am nächsten Tag. So, hallo, wir starten in eine Runde müde Runde. Ja, in eine müde Runde Wördel, weil es ist. Also normalerweise mache ich das eher so Nachmittag, aber jetzt ist es gerade Nacht und jetzt mache ich das noch kurz, bevor ich mich ins Bett begebe. Ach, wir sind im Englischen. Na, das geht ja gut los. Ja, so, zack. Ja, das geht ja richtig gut los. Mensch, ich bin ja schon. Puh, aber ich habe ein gutes zweites Wort. Falls Wound nicht funktioniert, gibt es nämlich Place, dann ist das A und das E drin. Und das ist ja auch schon mal ganz gut. Dann hat man nämlich schon alle fünf Vokale weg, außer das I, weil das ist noch nicht weg. Aber jetzt könnte man. Es gibt nur das I! Yo! Es gibt nur das I und sonst keinen Vokal. Okay. Freundlicher Hinweis an dieser Stelle. ja, Leid. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Je Garantie, das ist das Wort. Es ist nicht das Wort, aber es macht nichts. Okay. Wir haben mehr Buchstaben rausgeschmissen, ist doch auch was. Also das L ist nicht vorne. Aber das I könnte vorne sein. Boah, aber jetzt sind nicht mehr viele Buchstaben übrig. Was ist denn das hier für eine Versammlung schon wieder hier? Bill? Ah, nee, das I ist nicht da. Bli. Bli. Blim. Das gibt's ganz bestimmt, das Wort. Blissem. Ist auch bestimmt ein Wort, was existiert.
Gibt es Kliss? Nein. Gibt es Klim? Nein. Gibt es Klipp? Mit 2B? Nein, okay, schade. Ach, oh mein Gott, Climb. Das ist es nicht mal, aber das I ist an der richtigen Stelle. Noch mehr Buchstaben sind draußen. Ey, wir haben schon kaum mehr Buchstaben, die wir verwenden können. Sick. Oh, ich habe das L wieder an die zweite Stelle gesetzt. Das war natürlich. Oh, das hätte ich nicht. Oh, shit. Das hätte ich eigentlich nicht, wenn ich. Ah, ich muss endlich dran denken, diesen Hardmode vorher einzuschalten, Mann. Ja, das hätte ich nicht gekonnt. Ach, verdammt. Das hätte ich eigentlich nicht gedurft, wenn der Hardmode an gewesen wäre. Das war blöd von mir. Ah, es war blöd. An der Stelle habe ich leider Mist gebaut. Okay, also das L ist garantiert nicht vor dem I. So, das L kommt hinter dem I. Ha. Ilk. Es hört mit Ilk auf, könnte ich mir denken. Wenn es mit Ilk aufhört, wie könnte es anfangen? Ich habe halt nicht mehr viel zur Verfügung. Ich habe halt echt nicht mehr viel zur Verfügung. Jo, ich habe fast gar nichts mehr zur Verfügung. Hä? Was ist das denn wieder für ein Wort? So also langsam bin ich jetzt dann auch überfragt. Ich meine, es kann auch mit L komplett aufhören. Dann ist zwischen I und dem L noch was. Aber was könnte da sein? Ickel? Iffel? Ixel. Oh, das L könnte natürlich auch doppelt sein, so wie Ill. Und dann ist vor dem Ill Skill. Den habe ich gebraucht. Den habe ich gebraucht, den Skill. Okay, so, gut. 6 Minuten, wir gehen ins deutsche Wordle. So, ich starte wieder mit meiner Runde. Letztes Mal hatten wir Kunde. Insofern machen wir jetzt mal. Insofern machen wir jetzt mal. Okay, es ist Runde schon mal nicht. Runde. Doch, klar, ist ein E dabei. Hat ja gepasst, denn da sind ja Buchstaben grün und gelb. Gut. E. E könnte am Anfangs. Ach, E ist ja grün. E ist hinten. Das N könnte am Anfang sein. Es ist auf jeden Fall nicht hinten und nicht in der Mitte. Okay. Nee, ich will das N nicht am Anfang haben. Ich will irgendwas anderes am Anfang haben. Irgendwas anderes. Die Plane. Wir probieren mal die Plane aus. Wie wäre das? Die Plane. Okay. Das N ist hinten. Das N ist hinten, das ist doch schon mal was. Gut, keine Plane. L ist raus, da ist es auch keine Blume. Das U ist auch raus. Müsste man noch das I irgendwie abklären, ob da vielleicht noch ein I vorkommt, weil ansonsten haben wir jetzt schon alle Vokale draußen. Ah ne, das O ist auch noch da. Muss kurz Entschuldigung, niesen.
Nochmal. Entschuldigung. Pfanne ist, also das A ist ja eh raus. Das A ist ja eh raus. Was ist denn mit der Henne? Geht die Henne noch fit? Die Henne würde fit gehen. Richtig weird, wenn die so oft vorkommen, die Buchstaben, aber theoretisch ist es noch nicht ausgeschlossen. Gut, dann nicht. Jetzt haben wir zumindest das H ausgeschlossen. Keine, nee, keine, doch, doch, keine geht. Nicht in der Wortliste? Was spielen wir? Portugiesisch? Okay, keine gibt's nicht. Meine. Ich bleib bei diesem eine Ding hinten. Ach nee, das E kann da nicht sein. Das E kann da gar nicht sein, hat sich schon erledigt. Kein E an zweiter Stelle, das heißt, als darf ich alles rausnehmen. Weine ist damit auch raus. Die Minne. Gibt es Minne? Ich glaube, es gibt Minne. Aber nee, das N darf da ja auch. Also, nein, es ist kein Doppel-N, das haben wir ja schon geklärt. Es ist kein Doppel-N. Okay. Kein Doppel-N. Sehne. Ist Sehne noch möglich? Nee, S ist raus, H ist eh raus, okay. Ist Lehne noch? Nein, L ist, H ist immer noch raus. Es muss doch möglich sein, daraus einen Buchstaben zu, also ein Wort zu bilden mit NE am Anfang, am Ende. Aus dem, was übrig ist. Wir sind doch so viele Buchstaben da. Ich brauche doch nur irgendein Wort, wo NE am Ende steht. Wir mal mit dem T an. Tonne! Ach nee, ich darf kein Doppel-N. Mann! Ich muss mich von diesem Doppel-N-Gedanken mal verabschieden. Das gibt's doch nicht. Okay, was kann alles vor NE stehen? KNE, 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 nee, Kne klingt komisch. MNE klingt auch komisch. BNE, so wie bei Ebene, wäre denkbar, aber wisst ihr, was könnte vor BNE noch so stehen? Wüsste nichts weiter. Nee, wüsste ich nichts weiter. J in E eher weniger. Ine, also INE wäre denkbar. Wenn Ine möglich wäre, welcher Buchstabe ist vor dem I? Nee, nee, das erscheint mir nicht so sinnvoll. Wie sieht's aus mit IE davor? Biene! Das hatten wir jetzt aber wirklich noch nicht. Das wäre denkbar.
Es ist nicht die Biene, aber das I ist tatsächlich dabei. Aber auch nicht an der Stelle ist das I. Faszinierend. B ist auch raus. Okay, das I kann nur am Anfang oder direkt vor dem N sein. Wenn das I direkt vor dem N ist. Was könnte denn da fünf Buchstaben haben? Sagen wir mal, das I ist direkt am Anfang. Vielleicht ist das eher der bessere Ansatz. I ist am Anfang. So. I, zwei Buchstaben, NE. Die Ikone. Oh mein Gott, es ist die Ikone. Nice. Alles klar. Dann denke ich, haben wir wieder genug Wordles zusammen für ein Video. Deswegen danke fürs Zuschauen und tschüss.